Okay, let's go. Wir machen es ein bisschen lauter. Gucken, was abgeht. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Zocken mit Max und Insko. Die Mucke mag ich. Wie sie beide so mit ihrer Zunge am Gange sind, ne? Mein Fahrrad wurde Der Typ! Ich komm nicht klar. Der Typ ist so ein Reptil, ne? Oder? Da. Der nicht. Der ist ein Reptil. Komplett. 100%. Das ist ein, der sieht aus wie ein Gecko. Wenn er mal so macht. Mein Fahrrad wurde mir geklaut. Und seitdem hast du dich entschieden, AMG GT zu fahren, oder? Einfach 1984, das ist so heftig. Da war Monte erst 12. Leute, das ist das größte Dreckspiel ever, kann ich nur noch mal sagen. How dare you? Ah, lol, neue Aufgabe. Das ist das schöne Abend. Lol, die haben es geschafft, eine neue Aufgabe reinzupatchen. Ah, ich hab eine. Erstmal die Werbung. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich an den Eiern zu zwicken. Hast du dir jemals deine Eier eingezwickt? Ah, oh! Lawnmower 3.0 wurde speziell dazu entworfen, um das Rasieren unterhalb der Gürtellinie. Was ist für Werbung jetzt? Sascha Sefer am selben Abend noch. Digga, ganz ehrlich, der schneidet das immer so geil zusammen, dass da echt Bullshit 3000 rauskommt, ne? Aber es ist einfach mega witzig, ey. Ist einfach on point. Kannst mal vorbeischauen. Liebe Grüße. What's that, dude? Kennt einer die Geschichte? Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht mal, wer dieser Typ ist. Keine Ahnung. Also Papa Platte rechts, unten in der Ecke, kenne ich ja. Aber wer da im Bild ist, keine Ahnung. Nass, Junge, sei froh, dass es die Hose war und nicht der Rest vom Rechner, ey. Richtig krank. Digga, das waren 500 Milliliter Wasser. Oh mein fucking Gott. Das waren 500 Milliliter Wasser. Leute, 500 Milliliter, könnt ihr euch das vorstellen? Wie viel Wasser das ist? Unglaublich. Das ist einfach nur unglaublich. Nur was gehört? Was hast du denn gehört? Tell me, man. Du fucking Idiot! Hä, seid ihr bescheuert? Seid ihr völlig lost? Was seid ihr denn? Wie lost seid ihr denn? Wart mal, wann die lost sind. Ihren Bruder Ui will schlafen. Ja, wir wollen doch nochmal rausgehen. Ui, Memo. Wir wollen doch nochmal rausgehen, Digga. Hallo. Wir müssen nochmal rausgehen. Junge, er ist komplett weg. Komm, wir wollen rausgehen. Komm raus! Du musst doch jetzt noch klappen. Dieser Hund, ne? Der ist maximal witzig. Einfach so, einfach nur stumpf, wie er guckt. Der braucht sich für mich nicht bewegen, gar nichts. Wenn der da den ganzen Tag so sitzen würde, zwischendurch, wenn ich vorbeigehe, würde ich mich einfach bepissen. Spanton verpissen. Bepissen. Sprachen lernen, Bubble. Weil ich einen feinen Kack okay. machen. Milo! Ja, nix für schwache Nerven. Herrlich, auf seine Klamotten drauf gekackt, Junge. Ah, da die Schnauze voll gehabt. Monte Mario Kart Turnier. Bist du lieb? Oder Kylo? Hey. Okay, das war's mit der Wette. Monte reagiert auf kein Konzept. Nee, Kylo. Jetzt, Bruder. Geile. Aber ey Leute, was mit Hugo los? Der hat sonst immer viel mehr so im Hintergrund so Voice-Passagen mit reingeschnitten. Jetzt schreibt er viel mehr. Ich glaube, er ist. Ist er müde? Ist hungriger Hugo müde?
Dieses und vieles mehr sehen Sie in der nächsten Folge. Lass mich hängen, Bruder. Lass mich bitte nicht hängen. Ein ganz feines hier, ne? Das tut mir heute weh, nachdem ich Herr der Lego-Teile hier kenne. Nee, wie heißt er denn? Was hat er da an? Damals im Gymnasium gab es diesen Song als Analyse, haben einen Test darüber gemacht und ich habe eine 6 bekommen und danach bin ich runtergeflogen auf die Realschule. I don't know who this is, man. Bisschen cringe auch, wie lange er das durchgezogen hat, ne? Best of Amar Spin Pull Stream. Wie mit 200. Sieh mal im Ring. Andere Seite. Ja. Du entsichern, den Ring ziehen. Den Ring ziehen, entsichern. Entsichern, den Ring ziehen. Zieh den Ring. Zieh doch dran. Bist du blöd? Geht nicht. Ziehen. Ziehen. Ich hab Angst. Na mach doch. Bam. So, Micky hat keine Rauchgranate mehr. Wir können los. Also, Five hat seinen Urgroßvater, ey. Geile. Darauf erstmal ein bisschen Ketchup. Oh, warte. Richtig gut, ey. Jetzt aber. Nope. Micky, willst du ernsthaft da rumsitzen und auf den scheiß Ketchup warten? Ey, das sind alles Typen, ne? So in so einem jungen Alter, wo man eigentlich noch das Maul mal aufkriegt. Aber was macht er da? Was versucht er? Du hast bald den größten Boxkampf deines Lebens gegen diesen Mann hier. Der gibt dir den Arschbohrer des Todes, wenn du den Kampf nicht ernst genug nimmst. Payne lacht sich einfach nur einer. Was macht er denn? Okay. Alle Jungs am Start. Die Balls massieren. Deutsche Obelix. No difference. Hell no. Junge, du hast auch einen Boxkampf. Warum rauchst und frisst du so viel? Mama, Papa, darf ich bei euch schlafen? Da ist ein Monster unter meinem Bett. Damn. Oh, Scheiße. Damn, boy. Damn, boy, he's there. Digga, aber bisher von den ganzen Kostümen, die ich da gesehen habe, InScope war schon Level 1, sag ich mal, aber gerade der Deadpool war Level 100. Swear to God, man. Hallo? Was hab ich gemacht? Okay. Nur Spaß, ich lieb dich, Anna. Ich werde nicht wegen Bodyshaming gekannt. Mussolini! Apropos Bodyshaming, was macht der Lauch eigentlich so? Da habe ich auch mal direkt eine sehr fachmännische Frage. Wann wurde das Video aufgenommen? Wo wurde das Video aufgenommen? Und warum trägt keiner eine Maske? Und viel wichtiger natürlich, warum sind so viele? Haben diese Männer ein anderes Privileg als Nomaden? Wie ich und ihr? Ich werde einfach weiter Fahrrad fahren, bis ich am Ende der Yeah. Und ich bin mit dem Fahrrad bis zum Fahrrad gefahren. Und von diesem Fahrrad zum anderen Fahrrad werde ich weiterfahren. Elena hat Monte doch noch den VIP-Zugang gegönnt. Hat er den? Hat er nicht. Hugo sagt nur, der hat den, ne? Letzten Donnerstag wurden alle getestet. Sag Walla. Er hat Elenas VIP-Zugang nicht bekommen. Hugo sagt's einfach nur. Ich schwöre. Walla. Digga, er hat sie nicht bekommen. Sascha, so ein schlechter Schauspieler, ne? Guck doch mal. Ein Tag in Knossis Leben. Alter, mach's Ende, Digga. Wer die Hase jetzt.
Das ist sein Standardblick. Er musste sich auch umdrehen, um den erst aufzusetzen. Hundi. Ein Tag in Knossis Leben. Wer hat Bock? Also wer am wenigsten Bock hatte, war er gerade. So wie er geguckt hat. Wer hat Bock? Habt ihr Bock? Ui. Ja, ist Aufzug. Ja, ne? Wollen Sie mit? Ich wusste, dass das nicht. Ich mache Video. Hugo. Hugo hat mich getrollt. Finally. Also. Tschüss. Warum kann ich hier nicht Pause machen? Stress mich doch nicht. So. Ganz kurz nochmal. Das ist für den Mann überhaupt nicht unangenehm. Null. Knossi stört es viel mehr. Er kommt gerade gar nicht klar. Dass er einfach so regungslos dasteht, nur zwischendurch mal rüber guckt und ihn das einfach komplett peripher tangiert. Tschüss. Okay. Er sagt nicht mal was. Spricht vielleicht auch kein Deutsch, weiß man ja nicht. Das haben wir, glaube ich, schon gesehen, oder nicht? Ganz ehrlich, wer ist dieser Typ? Ich kenne den auch nicht. Was war das gerade? Den habe ich schon zweimal gesehen oder dreimal, ne? Jetzt in den Videos. Aber ich würde niemals von einem fremden Mensch das Handy kaputt machen. Es sei denn, ich würde da drauf, keine Ahnung, Kinderfreund finden. Natürlich sein, würde ich das zerstören. Ich würde es einfach zurückhalten. Verdächtiger Move an der Stelle. Bist du auch aufgeregt? Geht zurück. Weißt du, wenn man gegen solche Leute antwortet, das wird schwierig an der Stelle. Kellys knallharte Konkurrenz. Das Influencer ist der. Ich weiß nicht, was dieser Typ, keine Ahnung. Ich finde den auch nicht witzig. Der ist einfach nicht witzig.